Die Frage auf den Stimmzettel ist also nicht, wenn es denn so weit kommt, willst du K21, S21, sondern die Frage ist nur, soll das Land Baden-Württemberg die Verträge kündigen und dann entsprechend Schadensersatz bezahlen? So. Wir sind also jetzt in der Situation, wir haben einen Vertrag geschlossen mit der Bahn, mit der Region Stuttgart, mit dem Flughafen, insgesamt für den Partner, wir als Land, indem wir sagen, wir bezahlen für das Projekt Stuttgart 21 in den nächsten 10 Jahren insgesamt 800 Millionen Euro. Jedes Jahr 80 Millionen Euro. So, für 10 Jahre hinweg. Da gibt es übrigens auch keinen Nachschlag. Das hat die alte Regierung gesagt, das hat die neue gesagt. Unser Beitrag ist mit 800 Millionen Euro gedeckt. Wenn also irgendwelche Baukostensteigerungen kommen, dann sind es andere Partner, die es zu bezahlen haben, die Behandlung und wer auch immer das Land. Hat sich mehrfach dahingehend geäußert, ist auch allen bewusst. So, die Alternative bei so einer Volksabstimmung ist also 10 mal 80 Millionen Euro über 10 Jahre oder Schadensersatz bezahlen. So. Schadensersatz, das hat während der Schlichtung auch eine große Rolle gespielt, da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen. Schadensersatz wurde manifestiert von drei unabhängigen Wirtschaftsprüfern, auch einer benannt von den Projektgebern. Die haben die Bücher der Bahn geguckt, welche Verträge geschlossen sind, wie das aussieht. Und die kommen auf eine Schadensersatzhöhe, so steht es in der Schlichtung auch drin, zwischen 1 Milliarde und 1,5 Milliarden Euro. Die sind auch dann übrigens, wenn es soweit kommt, nicht in 10 Jahren fällig und in 10 Jahreswarten, sondern sofort. Jetzt können Sie sich überlegen, ein Jahreshaushalt von der Land Baden-Württemberg ist ungefähr 35 Millionen Euro. Ja. Milliarden, ach, Millionen, Milliarden. So langsam durcheinander. Milliarden Euro, davon 1 Milliarde sofort abzudrücken. Also das ist nicht so, dass das jetzt nicht nichts ist, sondern das ist wirklich eine schwere Belastung für den Haushalt. Und da bekommt man dann nichts dafür. Mit den 800 Millionen bekommen sie was. Also man bekommt eigentlich schon was dafür, weil die Bahn, und das ist nochmal die Zuspitzung des Ganzen, die Bahn hat ja Baurecht. Es geht auch nicht darum, die Bahn Recht oder nicht Recht hat. Und die Bahn, auch wenn der jetzige Verkehrsminister, der ist in meiner Koalition, deswegen behandle ich ihn hier jetzt pfleglich, ab und zu behauptet, die Bahn hätte nur ein Quasi-Baurecht oder sowas, nicht richtig. Die Bahn hat Baurecht. Das heißt, wir können sozusagen zuspitzen, das Land kündigt die Verträge, zahlt statt 800 Millionen Euro 1 Milliarde Euro Schadensersatz, aber sofort. Und die Bahn kann mit dem Geld locker weiterbauen. Sie hat das nämlich nicht. Sie hat es recht. Also so läuft es auf Schilder. Also